Wie geht's euch zuerst einmal? Gut. Mhm. Habt ihr gut hergefunden? Ja, nein, super. Ja. Nein, es ist eben schön, es ist alles super. Fein. Also, Teufelskreis, wie habt ihr es euch kennengelernt und wie seid ihr es eigentlich drauf gekommen, jetzt überhaupt eine Band zu machen? Also, ist das jetzt einfach so, zack, wir machen jetzt eine Band oder? Ich glaube, da übergebe ich. Ja, das ist bei mir entstanden. Also, zumindest, ich habe das damals, ich habe noch eine alte Band gehabt vorher und habe dann schon die Überlegung gehabt, das war 2005 war das, dass ich was Eigenes machen möchte und ja, habe Texte geschrieben, also deutschsprachige Texte, und durch diese deutschsprachigen Texte bin ich dann irgendwie dann auf den Namen gekommen, also durch die Texte, die ich geschrieben habe, und so hat sich das dann irgendwie ergeben und habe dann halt Leute gesucht. Und hast du irgendein Ausschreiben gemacht oder wie ist das jetzt? Ich habe einen Bassisten, mit dem habe ich schon jahrelang zusammengespielt, also da habe ich mir nicht schwer getan. Was war dann? Schlagzeuger habe ich dann auch bald einmal gehabt. Der Ronny ist eigentlich als Letzter. Gesang ist als Letzter in die Band gekommen. Genau. Also und ja, mit dem Gesang habe ich schon länger gebraucht. Da haben wir richtig ein Casting gemacht und habe dann. Und weil ich so eine gewisse Vorstellung gehabt habe. Ja. Also ich hab mir schon vorgestellt, was ich wollen habe, und das hat dann schon so hingehört. Eigentlich. Sehr gut, Glück mit dir. Ja, mit dem Sänger und mit dem Bassisten, und ja, hat das super funktioniert. Ein Schlagzeug ist so, dass wir schon ein paar Mal gewechselt haben mittlerweile, und ja, aber passt jetzt auch. Passt. Also, und habt ihr ein bestimmtes Konzept jetzt bei Teufelskreis, oder spielt ihr da einfach gleich drauf los, wo ihr euch denkt, das klingt jetzt geil, das machen wir so, oder steckt was dahinter? Nein, das ist schon überlegt, gell. Also das ist schon Projekt im Endeffekt und schon gut überlegt, das Ganze. Also auf die Texte aufgebaut und natürlich auch Musik und Text, das muss alles zusammenpassen. Ja. Also das hat alles einen Sinn, das Ganze. Willst du uns den nochmal erklären, den Sinn? Sinn. Oder gewisse Geschichte gibt es da dahinter? Teufelskreis. Lebensumstand und was man so im Leben mitkriegt, erlebt, selber erlebt, durch andere erlebt, und das schreibe ich nieder, das schreibe ich alles und ja. Verarbeite dann in Texte und schreibt dazu die Instrumental, also zumindest die Musik, und dann tun wir das gemeinsam im Proberaum ausarbeiten. Man kann da dazu sagen, das Leben ist ein Teufelskreis und auf das kommt es raus. Ja. Im Endeffekt. Zum Großteil schon, Genau. Verweigern, Vorfühl, aber. Cool. Also ihr habt ja jetzt im Februar ein neues Album rausgebracht. Ihr habt ja schon einige gute Reviews gekriegt, also habe ich erklärt. Ja. Und absolut. Ja. Endlich! Ja, was man mit Geld das machen kann. Ja, das ist super eingekriegt. Ja, wenn es so geht, ist ja eine Güte. Und wir waren ja gerne heute gekommen mit dem Chauffeur, aber es ist ja nicht ausgegangen, weil wir das ganze Geld reingesteckt haben in die Promotion. Und wolltest du uns da ein bisschen was erklären über die Entstehungsgeschichte und die Produktion, weil das ist ja auch immer recht hart bei so einer CD. Ja, das mit der Best-of jetzt eigentlich, mit der, die wir da jetzt rausgebracht haben, das war jetzt irgendwie durch die erste und die dritte, weil die erste CD, die ist 2008, 2009 ist die entstanden, die zweite war Unplugged, die dritte war wieder Heavy-CD, und die zwei CDs sind entstanden durch unser neues Label eigentlich, aus Deutschland, sage ich mal. Ist so und ist gut so. Wie seid ihr zu dem gekommen? Also Gottfried hat die gehabt. Wir sind zu dem gekommen durch einen Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Durch einen Internetwettbewerb, durch ein, wie heißt das, Voting. Video-Voting. Und wir haben einen goldenen Plattenvertrag, haben wir eigentlich gemacht im Endeffekt. Und das war so, dass dieser goldene Plattenvertrag eigentlich diese Plattenfirma war. Also dieser NRD-Rekord. Der uns im Nachhinein gesagt hat, auch, dass er uns so angenommen hat, weil ihm das so gut taugt ist, was wir da machen. Und, das, und wir sind auch sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Der hat in zwei Monaten so viel gemacht, mittlerweile. Unglaublich. Was in den letzten fünf Jahren nicht passiert ist, ist jetzt in den zwei Monaten passiert, und dafür bin ich absolut dankbar. Ich habe die glorreiche Idee gehabt, das erste und das dritte Album sozusagen so Best-of zu machen. Das ist der Grund, warum wir jetzt ein viertes Album sozusagen haben. Ich habe dann nochmal die Nummer zusammengestellt, und das war dann.
ja, ist dann eine schwierige Aufgabe, weil man würde ja eigentlich alles draufgeben auf die CD und denke im Nachhinein immer noch, die war super, weil wenn man diese Revues hört und so, wenn diese Typen da das einzeln beurteilen, denkst du, hätte mich interessieren, was jetzt die andere Nummer da jetzt, also was der noch rausgekommen wäre. Aber ja, mein Gott. Man kann jetzt eh nichts mehr ändern. Aber na, passt ja so, wie es ist. Ich bin ja froh drüber, absolut. Ja. Ihr spielt heute im Roten Google in Leitersdorf in der Steiermark. Wart ihr da schon mal? Gar nicht, nein. In der Nähe auch nicht? Steiermark oder? Oh ja, wir haben gespielt, voriges Jahr im Februar haben wir gespielt in Graz im Explosiv. Mhm. War super, ja. Klasse gewesen. Viel los? Vom Sänger mal? Du siehst mehr die Leute? Naja, von der Betrachtung her, wie sie sich ist, kann man das auch nicht so sagen, weil von der Bühne sehe ich ja eigentlich nicht wirklich spannend viel, weil die Scheinwerfer immer und die Fressen knallen. Das heißt, außer dass da warm wird, beziehungsweise siehst du für die Leute jetzt nicht so viel, aber man kann schon sagen, also, es war schon gemütlich besucht. Also jetzt war nicht gestopft vorher, aber es war für das, dass man sagen kann, ja, was traurig war eigentlich, dass wir einer der weitesten Anreise, oder Band wurde, was der weiteste Anreise gehabt haben und die also die meisten Leute mitgehabt haben. Das war eigentlich das Traurige. Ja. So, mit Fans dabei? Ja, oder? Genau. Ja, also mit. Ja, es macht schon was her, wenn da so, weiß nicht, 30, 40 so Jackerl umeinander rennen, das ist schon. Ja. Das schon was, geht da schon ein kleiner hoch. Ja. Sag jetzt nichts drauf. Lum? Und Schnitt. Kurze Pause. Und gibt es in nächster Zeit Tourtermine? Ist schon was geplant? Oder? Ja, das liegt beim Gottfried, also beim deutschen Label. Also der ist halt total im Werken, im Arbeiten. Und wir lassen sie überraschen. Ich könnte, glaube ich, kann man so sagen. Und wir schauen einfach, was rauskommt. Also geplant ist was. Für heuer sind auch ein paar Sachen einmal in Planung. Beziehungsweise es geht halt alles unter Dach und Fach. Beziehungsweise... Da weißt du eh, wie das ist. Verträge können ausgearbeitet und die Termine müssen passen, wann das halt hin hat. Und dann sind wir vielleicht sogar heuer schon bereit für ein paar Deutschland-Sachen. Schauen wir mal. Das ganze Booking jetzt übernommen und das ist immer gut, wenn das ein Dritter macht und nicht irgendwer von der Band. Das wirkt einfach schon viel besser und das ist gut so, also dass das auch in dem Fall so übernommen worden ist. Kein Problem. Gibt es noch irgendwas, was euch eine Fans oder die Leute oder sagen wollt? Irgendwelche letzten Abschlussworte? Kommt ins Google. Ist jetzt ein bisschen spart, aber. Lasst euch Zeit. Ich glaube, das geht so schön, so internettechnisch, drückst auf einen Knopf und alle sehen das jetzt. Nein, so schnell bin ich noch nicht. Nein, am Bell an die Leute. Also wir sind froh, dass das so ist, wie es ist. Und wir sagen eigentlich danke, dass sie uns bis jetzt zugehört haben und uns unterstützt haben. Ganz einfach. Also mehr kannst du nicht sagen. Unsere CDs. Was man dann dazu sagen muss, ist, wir sind ja sozial unterwegs, das heißt, sprich, wir spenden ja auch gewisse Beträge an Happy Kids, das ist für also ein Institut in Wien für also die, was Geld sammeln oder die misshandelte Kinder wieder auf die, ins Leben halt wieder. Okay. Ja, cool. Da, die unterstützen wir da ein bisschen und die freuen sich halt auch immer. Und wie gesagt, wir spenden pro CD halt gewisse Beträge und. Sammeln auch für die und da kommt schon im Jahr was zusammen. Für uns herzerwärmend. Ja, sehr schön. Also, kauft die Teufelskreis-CD. Damit könnt ihr spenden, was Gutes tun. Danke. Dankeschön. Danke.